Für einen einfacheren grafischen Test habe ich jetzt hier mal das Werkzeug Postman installiert. Es verlangt nach einer Registrierung mit E-Mail-Adresse, die ich bisher noch nicht bestätigt habe, und es läuft trotzdem. Von daher können Sie wahrscheinlich sogar eine E-Mail-Adresse angeben, die nicht gilt. Auf jeden Fall können Sie dieses Tool danach dauerhaft gratis nutzen, versichert zumindest der Anbieter. Es ist einer der Standards, die man als Entwickler heute in diesem Bereich verwendet. Das erste wäre jetzt, wenn wir unseren Webservice hochgefahren haben zum Testen, dass wir ein GET-Request mal absetzen und rufen jetzt genau diese Ressource HTTP localhost 8080, also den Pfad, wo Tomcat lauscht, plus unseren Projektnamen, in dem Fall jetzt Node-Servlet. Das ist also genau wie beim Hello World Servlet, der Projektname hier wieder vorangestellt. So deployed Eclipse das Ganze. Und dann hatten wir als Pfad, Sie sehen es jetzt hier oben ja auch noch im Bild, hatten wir V1 Node-Servlet definiert. Und Sie sehen auch, wenn wir hier slash Stern als Ressource definiert haben, genügt es, das normale Verzeichnis anzugeben. Und wenn wir jetzt hier ein GET-Request abschicken, dann sehen wir, es läuft einwandfrei durch und er gibt hier nur die leere öffnende, schließende Klammer aus. Es gibt hier halt keine Objekte. Das ist ja genau das, was wir auch erwarten würden, so wie wir unser DoGET umgesetzt haben für die Liste. Sie sehen es hier noch rechts, diesen links neben diesem Postman, sehen Sie ja hier diesen Output-Writer, der diese öffnende Klammer schreibt und dann läuft er durch das Keyset. Da ist natürlich nichts zu finden und dahinter kommt ja noch die schließende Klammer. Da sieht man auch, dass der Postman das Ganze immer etwas schön anzeigt aus seiner Sicht. Roh hätten wir natürlich hier schon diesen Zeilenumbruch gehabt, den wir ja eingefügt haben. Wir haben dem Writer ja gesagt Print Line. Also an der Stelle nicht wundern, wenn Sie hier auf Pretty stehen, bekommen Sie nicht ganz das exakte Output, aber er zeigt es Ihnen ansonsten an. Also wir rufen das hier ab und wir sehen, dass da momentan nichts ist. Jetzt, um dahin etwas zu bekommen, können wir mit der Reihenfolge weitergehen, wie wir auch beim Erstellen vorgegangen sind. Wir nehmen jetzt das Put her. Da habe ich in bester Chefkoch-Manie hier schon mal was vorbereitet. Wir können also jetzt hier einfach so einen Put-Request rausnehmen. Nehmen wir mal das letzte hier vorbereitete. Und was Sie jetzt hier sehen, ist, dass Sie hier bei Put die Parameter einpflegen können. Hier unten, da sehen Sie Key und Value. Und dort können Sie die Parameter als Key-Value-Paare angeben. Ich habe jetzt also hier mal wieder unseren Pfad, Node-Servlet, und dann hier diese Parameter als Key-Value-Paar angegeben. Author sei jetzt ich, Title sei einfach ein T, Comments sei einfach ein, Content sei einfach ein Cont. Und wenn ich das jetzt abschicke, dieses Put, dann schreibt er mir einen neuen Eintrag. Und als Bestätigung bekomme ich ja hier dann jetzt auch dieses Node-Objekt. Und da sehen Sie, dass unsere wilde Hackerei im ToString tatsächlich erfolgreich war, dass wir hier ein vernünftig formatiertes Node-Objekt rausbekommen. Und wir können das jetzt natürlich auch mehrfach abschicken. Jetzt werden wir aber erst einmal zur Kontrolle nochmal unser GET aufrufen. Und nehmen wir hier das letzte GET. Rufen es auf und wenn wir jetzt aufrufen, dann sehen wir, dass wir jetzt ein Objekt hier drin haben, eine solche Node. Jetzt werden wir also einfach noch ein paar mehr putten. Ja, das werden jetzt Kopien, die nur andere IDs bekommen, aber damit wir mal eine gewisse Länge sehen, drücken jetzt hier einfach ein paar Mal drauf. Moment, da haben wir jetzt den falschen, irgendein älteres Request. Wir brauchen das hier war es, also drücken wir ein paar Mal drauf. Bei dem anderen passte der Pfad irgendwie nicht. Nehmen wir das hier. Jetzt haben wir hier ein paar Mal drauf gedrückt und Sie sehen, dass wir jetzt bis zur ID 5 hochgehen. Das heißt, wenn wir jetzt das GET wieder herauskramen, was wir hier hatten, dann sollten wir mehrere Einträge bekommen und das ist auch der Fall. Wir haben jetzt hier diese IDs 1 bis 5. Wo wir einfach durchscrollen können. Jetzt können wir uns auch überlegen, dass wir mal ein Post, ein Update auslösen könnten. Das
Update haben wir hier auch irgendwo. Und da sehen Sie, dass wir einfach hier einen aktualisierten Content einpflegen. Jetzt nehmen wir den ersten Buchstaben des Nachnamens dazu, verändern den Titel leicht und modifizieren den Content. Und zwar von der ID, wenn Sie jetzt hier auf den Pfad schauen, das ist jetzt das erste Mal, dass wir auf was Einzelnes zugreifen über den Pfad, von der ID Nummer 2. Wir haben also hier hinter dem Slash diese 2 und wir schicken das ab. Dann bestätigt er uns diese geänderte 2 und Sie sehen auch, dass dieser neue Content, diese Werte, die wir hier oben als Parameter angegeben haben, wirklich ankommen. Also unser Webservice, der schafft auch einen Update. Und jetzt wäre das Letzte, was wir noch testen können, natürlich auch einen Delete. Wobei, wenn Sie mögen, können wir natürlich auch nochmal schnell diesen Get wieder durchführen. Das jetzt auch sehen, wir haben hier jetzt einen drin, der anders ist. Also jetzt der zweite, das sehen Sie auch hier, ist dieser Content modifiziert. Das nächste wäre jetzt noch, wir können auch mal eine einzelne Ressource abrufen. Da müssen Sie ja jetzt nur das entsprechend hier anhängen, Slash und die Nummer. Also ja, wir können auch mal die ID 4 abrufen. Und dann sehen Sie, dass wir auch nur genau die 4 bekommen. Die 4 ist jetzt natürlich so wie die anderen. Da können wir auch die geänderte 2 nochmal abrufen. Und Sie sehen, dass alles funktioniert. Und jetzt könnten wir natürlich sagen, die 4, die gefällt uns einfach nicht mehr. Das ist ja so oft redundant. Die möchten wir gerne loswerden. Dann können wir auch das Delete wieder nutzen. Wir können auch die 3 löschen. Aber wir nehmen jetzt die 4. Schicken das ab, da kommt keine Antwort, weil wir nach dem Deleten auch keine Antwort eingetragen hatten. Und jetzt können wir natürlich durch das Get wiederum können wir validieren, dass alles funktioniert hat. Dann holen wir uns die ganze Liste. Sie sehen, Sie können die Requests hier auch speichern, das wäre jetzt da möglich gewesen. Sie können sie auch einfach hier aus der Liste wieder laden. Und jetzt sehen Sie, dass diese Nummer 4 fehlt. Wir haben also nach der 3 gleich die 5. Und damit haben wir unseren Webservice erfolgreich getestet, zumindest die rudimentäre Implementierung hier davon. Und wir haben also jetzt einen Webservice, der genau zu einer Entität passt. Wir haben also diese eine fachliche Nodes-Entität. Was jetzt noch schön wäre, wir haben ja auch beim ersten Mal unser URL-Pattern hier Hello World Servlet genannt. Schöner wäre eigentlich natürlich hier jetzt nicht irgendeine Technologie stehen zu haben, sondern hier als Pfad direkt die Nodes und das können wir hier einfach mal anpassen. Dann redeployt er auf den Tomcat, startet den kurz neu durch und danach haben wir das Ganze unter dem Pfad Nodes. Das sieht jetzt natürlich schon wesentlich mehr nach Webservice aus. Was man noch festhalten kann, wir transportieren jetzt hier, das haben Sie eben bei dem Postman gesehen, transportieren hier alle Parameter oben über diesen Fragezeichenblock. Also sozusagen über den Header. Das ist eingeschränkt. Sie könnten natürlich hier auch überlegen, die gesamte Information im Body einfach zu transportieren. Nachdem Sie eine HTTP-Nachricht haben, könnten Sie dort einfach den Message Body nutzen, den Sie ja für den Content prinzipiell verwenden können. Das wird jetzt bei uns sehr unbequem, wenn Sie nämlich da JSON transportieren, dann müssten Sie ja jetzt hier in diesem Code jeweils nicht einfach einen Parameter auswerten, sondern müssten wirklich in einem Request auf den Body gehen, müssten dort die Strings herauspriemeln und dann den jeweiligen Teil extrahieren. Also wenn Sie das ohne Framework für JSON machen möchten, was Ihnen das JSON bei Java dann unter der Haube passt, dann wird das sehr aufwendig. Das ist eben ein Grund für Frameworks. Und wenn Sie jetzt hier gucken, dann haben wir insgesamt ja auch 130 Zeilen Code ungefähr produziert, um diese, ja nicht mal, ja, vielleicht gerade 50 Zeilen Nodes zugreifbar zu machen, von denen wir die Getter noch nicht mal benutzt haben. Also Sie haben doch sehr viel Code außenrum, wenn Sie nicht auf Framework setzen. Und das war ja für uns auch eine Motivation, dann später uns noch Frameworks anzuschauen. Einmal das JAX-RS und zum anderen je nach Zeit auch noch eine Spring Boot-basierte Implementierung. Der nächste Schritt jetzt hier wäre erstmal, dass wir tatsächlich auch mal das HATOS umsetzen, also Hypertext as the Engine of Application State. Und da geht es ja darum, dass wir jetzt kontextsensitiv Links einbetten. Das wäre aber der nächste Schritt. Soweit haben wir jetzt unseren rudimentären Webservice, der vielleicht den Namen sogar verdient, weil er diese Nodes-Entität serviert,
haben wir abgeschlossen und wir können uns dann im nächsten Schritt anschauen, wie geht es eigentlich, mehrere Entitäten zu haben, dazwischen eine Beziehung zu haben, dann vielleicht auch Links zu haben und Ähnliches. Das läuft dann eben unter diesem Bereich Hatos, wo wir unsere Antworten gleich so anreichern als Server, dass man weitere Links ansteuern kann. Dafür böte sich natürlich HTML-Ausgabe statt JSON an. Heutzutage wird aber in der Praxis meistens JSON verwendet und die JavaScripts auf der Browserseite setzen das Ganze dann zusammen.